Weiter geht's mit Hogwarts Legacy und ich will mal kurz. Oh, das ist eine Seite, das ist eine Seite. Da ist eine Seite. Wo ist Akio? Hier. Ach hier, ist schon da. Ja, ja, meines Nummer 13 von 15. Wie haben wir denn Hogwarts Meet eigentlich wieder mal an Seiten? Naja, doch, nicht alles. 23 von 55. Also machen wir heute mit der nächsten Aufgabe weiter. Ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Also viel ist es wahrscheinlich eh nicht, weil ich Folgen vorbereiten muss. Das heißt, wir brauchen hier Pflanz- und Ernte Verlustgras. Das heißt, wir brauchen Geld dafür. Und, so. Ich muss jetzt gerade nur gucken, wo müssen wir hin? Hier brauchen wir noch die vorgeschlagene Stufe. Das ist auch hier aus. Guck mal, sprich mit Diek. Was haben wir denn für die Sachen hier noch? Da machen wir erstmal das Ding hier. Roland Oaks. Ja. Dann quatschen wir jetzt mal mit Roland Oaks. Das heißt, ich muss jetzt gerade gucken, wo der Typ ist, oder. Ja, es klingt am männlichen Charakter. So, jetzt muss ich gerade gucken. Gerade von Hogwarts. Hogwarts, Hogwarts, ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So. Roden Oaks. Jetzt muss ich gerade gucken. Dann gehen wir mal da hin zum Ravenclaw-Turm. So, ich muss mal gerade gucken. Ich muss mal die lila Markierung hier rausnehmen. Schau mal, guck mal. Kann ich die nicht rausnehmen? Ja, kann ich natürlich. So, dann machen wir mal rüber. Mal gucken, was Adelaide. Ja, es könnte auch eine Frau sein, es könnte auch ein Mädel sein. Ich weiß es. Ich bin da echt gerade ein bisschen unschlüssig. Ich weiß es echt nicht. Adelaide, das klingt aber ja nach einem Mädel, tatsächlich. Das klingt doch eher nach einem Mädel. Naja, wir schauen mal, was es ist. Wer es ist. Es scheint auch wieder eine Beziehungsaufgabe zu sein, würde ich mal so spontan behaupten. Steckst du denn da unten, denkst du? Nee, auch nicht. Hä? Bist du da drin? Nein. Du hängst nicht da drin. Wo hängst du denn? Hier hinter. Oh, Alter, wo hast du dich denn umgebracht? Ist ein Mädel tatsächlich. Adelaide Oaks, oder? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich wäre besorgt, natürlich, klar. Ich bin zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Erzähl mir mal mehr Geschichte drüber. Häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack.
Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Okay, schauen wir mal, was wir rausfinden. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Ich probier mal. So, Geschichte von Roland Oaks. Jetzt muss ich gerade gucken. Roland Oaks Zeltlager finden. Weil die sind das weg. 825. Habe ich keine Möglichkeit hier, aber mit dem... Ich kann mich nicht mit dem Besen raus, oder? Doch. Es würde natürlich am meisten Sinn machen, mit dem Besen hier rauszufliegen, weil... Adelaides Onkel Roland gut. Sie klang sehr besorgt. Laut Adelaide liegt das Lager ihres Onkels in der Nähe von Brockborough, am Fluss vorbei. Und bin ich gerade froh, dass ich das Ding nicht zu Fuß angehen muss. Da scheint es wohl gerade wie so ein Lager zu geben da unten. Aber da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Ist, glaube ich, auch mehr oder weniger nicht unsere Aufgabe. So, da ist das Zeltlager irgendwo da vorne. Ich hoffe nur nicht, dass wir... Genau, hier unten ist es. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Moment, wen haben wir denn? Jo, moinsen! Deine Zauber prallen an mir ab! Das erscheint endlich. Und gewöhnlich nicht daran. Du kannst es nicht aufhalten. Und Pinko, war das schon alles? Warte mal, ich muss auch meine Moveset umbauen. Das ist mir sonst ein bisschen zu blöde. Einmal das. Und einmal gut so. Nichts an Sinn. Was war jetzt eigentlich beabsichtigt? So, warte mal, da sind wir, ne? Herauszufinden, was hier passiert ist. So, haben wir schon wieder ein bisschen Action verursacht hier. So, müssen wir mal gucken, gerade ist irgendwo noch eine Truhe. Ich bin ja jetzt gerade fast bei Assassin's Creed gewesen, mal kurz hier so ein Ding einzusetzen. Aber, nee, eher weniger. Da sind noch irgendwelche. Aber die lassen wir jetzt gerade mal mehr oder weniger in Ruhe. So, untersuche das Zeltlager. Achso, ja, sorry. Ich kannte was Ähnliches. Fällt mir so gerade mal ein. So, da ist irgendwas. Hier ist was. Tagebuch. Geschäftsbuch. Also, falls ihr das lesen wollt, haltet einfach das Video bitte an. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Wo soll ich das finden? Also Zeltlager irgendwo geradezu. So der Spur zu folgen. Wie soll ich das denn, rausfinden? So. So, jetzt hat er mir gesagt, ich soll die Karte nutzen. Das sollte ich untersuchen. Wir sind aber auf dem richtigen Weg.
So, jetzt muss ich mal kurz wieder ein bisschen umstellen, weil ich muss ja Lumos. Sollte man mit Lumos arbeiten? Statt Grozio. Lumos. Hier ist die Truhe. Geht's wieder raus, ne? Ja. Okay. Revelio. Lumos. Bin ich irgendwo ein bisschen falsch abgebogen oder was? Oder wie sieht das aus? Ja, hier muss ich dann, okay. Ah, ich hasse das, dass ich mich hier falsch orientiere. Ich mache hier so diese. Ja, das war wahrscheinlich falsch in der Höhle, oder? Okay. Also scheinbar, doch, die Höhle muss richtig sein. Weil er ist ja reingegangen und hat gesagt, ich muss das mal untersuchen hier. Revelio. Lumos. Also von daher muss da irgendwo was sein. Revelio. Ich verstehe es nicht. Lumos. Ich verstehe es gerade nicht, muss ich zugeben jetzt erstmal. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Was? Revelio. Geschäftsbuch? Was für ein Gericht? Also doch irgendwie die Richtung. Mit jeder Garantie, dass die da irgendwo sind, wo die Typen jetzt gerade sind. So. Lumos. Okay. Lumos.
Ich habe keine Ahnung gerade. Ich bin so ein bisschen, auch wenn ich die Karte irgendwie nicht nutze, ich bin ein bisschen überfragt. Ich bin echt gerade ein bisschen überfragt. Warte mal, Inventar. So, warte mal. Start. Nee, wir müssen. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Irgendwo den Weg und dann runter über den Fluss. Der hier irgendwo? Ja, hier ist der Fluss. Meint der hier in dem Wald? Könnte. Ich vermute. Also ist es jetzt die einzige Vermutung, die ich so habe. Dann probieren wir es einfach mal. Ne? Dann flattern wir mal da kurz rüber. Ist mir gerade herzlich egal. Ich habe irgendwo eine kleine Vermutung, dass es da unten ist. Also das ist so das, was ich jetzt ein bisschen Vorahnung habe. So, hier irgendwo. Boah, keine Ahnung, ey. Ich habe da gerade echt dezent keinen Plan. Oder ist das hier? Das könnte auch da sein. Okay. Rivelio. Eine Truhe mit ein bisschen Geld, aber... Oh, keine Ahnung. Ey. Rivelio. Oh, ich habe keine Ahnung, ey. Das ist so meine Vermutung jetzt irgendwo gewesen, dass es ja hier in diesem Gebiet ist. Weil das ist... Oh, das ist irgendwas... Da ist ja ein Fluss. Zeltlager runter über den Fluss. Wieder so. Da ist das Zeltlager. So. Und hier, wo ich jetzt bin, das müsste das doch sein, oder nicht? Bin ich jetzt blöde. Rüber über den Fluss. Genau.
Boah, ich hasse das. Bin so überfragt gerade. Schutzgewölbe ist egal. Runter. Man Fluss, der muss ja. Warte mal. Da. Runter über den Fluss. Das ist doch. Nee, warte mal. Höhe, Felsen, geradezu, weiter. Und dann über den Fluss, irgendwas mit Toren. Irgendwas mit Toren im Tor. Irgendwas mit dem Tor. Fluss. Beim Fluss hinweg. Boah, Alter, ich hasse das, wenn ich so übelst überfragt bin, wenn ich gerade keinen Plan habe, wie ich weiter. Da ist ja ein Wagen, ne? War da nicht irgendwas mit dem Wagen auf dem? Oder bin ich da noch nicht zu weit genug? Warte mal. Warte mal, warte. Da war irgendwas mit dem Wagen. So. Das ist. Warte mal, ist das. Hey. Kann ich das so größer machen, das Bild? Nee, ne? Das könnte hier diese Ruine sein. Das heißt, es muss irgendwo ein Stück unter. Das muss also unter dieser Ruine sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Muss ich jetzt auf. Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich rüber beim Fluss, also quasi mehr oder weniger da ein Stück runter, ne? Also muss ich ja jetzt mehr oder weniger runter über den Fluss. Da muss ja irgendwas mit dem Tor sein. Ach, keine Ahnung. Ist auch so ein Wagen. Ja, hab ich das halt. War keine Ahnung, ey, wo muss ich da hin? Ich habe keinen Plan. Ich hasse das. Ich bin's raus.